Liebe Freunde, liebe Bremerhavener, im Namen der Menorah Jüdischen Gemeinde zu Bremerhaven und der Juden aus Bremerhaven begrüße ich euch alle ganz herzlich. Ich bitte euch, mit Maske und Abstand eurer Nähe und Verbundenheit mit uns an diesem besonderen Tag zu zeigen. Zuerst bitte ich der Reihe nach an Mikrofon Doris Hoch von den Grünen, Miriam, die einen Text von den CDU lesen wird, Nelson Jansen von der Linke und Sven von der SPD. Anschließend wird Andrea Türk ein Lied für uns singen. Verehrte Anwesende, gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde gedenken wir heute den Opfern der Reichspogromnacht und den Opfern der Gräueltaten im Nationalsozialismus. In dieser Nacht wurden jüdische Geschäfte demoliert, Synagogen und Gebetshäuser in Brand gesteckt. Der planmäßigen Zerstörung jüdischer Einrichtungen folgte bald die systematische Vernichtung jüdischen Lebens in Europa. Es ist wichtig, dass es in vielen Städten inzwischen eine intensive Erinnerungskultur gibt. Auch in Bremerhaven findet seit einigen Jahren der Tag der stadtgeschichtlichen Bildung statt, an dem an verschiedenen Stellen unserer Stadt zu sehen ist, was damals geschehen ist und wie sich Schülerinnen und Schüler mit dieser Zeit des Naziterrors auseinandersetzen. Aber Erinnerung, die uns nur pflichtbewusst an Gedenktagen zusammenführt und unsere Reden bestimmt, das reicht nicht aus. Wir müssen wachsam sein und handeln. Damit sollen solche menschenverachtenden Taten nie wieder passieren. Wir müssen handeln, wo auch immer die Würde eines anderen verletzt wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass einige wieder von sich behaupten, allein für das wahre Volk zu sprechen. Wir dürfen nicht nachlassen, den zunehmenden antisemitischen Tendenzen entschlossen entgegenzutreten. Denn wir spüren doch alle, dass große Fliehkräfte an unserer Gesellschaft und an unserer Demokratie zerren. Wir wissen um unsere Verantwortung, eine Verantwortung, die keinen Schlussstrich kennt. Sehr geehrter Herr Ionesco, liebe Mitglieder der Menorah Jüdischen Gemeinde zu Bremerhaven, sehr geehrte Gäste. Der 9. November 1938 war ein Tag in einer ganzen Reihe von Tagen und Nächten, in denen der Nationalsozialismus sein furchtbares Gesicht zeigte. Etwa 1400 Synagogen, Gebetsräume und jüdische Versammlungsstätten wurden geplündert, zerstört und in Brand gesetzt. 7500 Geschäfte von Juden wurden demoliert und ausgeraubt. Aus Nachbarn wurden Täter, wurden Verbrecher. Viele bereicherten sich, hießen die Gewalt gut und werden selbst gewalttätig. Auch hier, an dieser Stelle, ist in Bremerhaven eine Synagoge zerstört worden. Daher soll uns der Stein immer an diese schrecklichen Taten erinnern. Wir müssen bei unserem Handeln immer darauf achten, dass sich eine solche Zeit niemals wiederholt. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, ein deutliches Signal für die jüdische Gemeinde in Bremerhaven und allen Gemeinden in Deutschland zu setzen. Aktuelle Angriffe in Deutschland auf jüdische Mitbürger zeigen uns deutlich auf, dass die antisemitische Gewalt eben immer noch an vielen Orten gegenwärtig ist. Und dieser Zustand ist für uns alle unerträglich. Gewalt und Angriffe auf jüdische Gemeinden und ihre Mitglieder müssen mit allen Mitteln der staatlichen Möglichkeiten bekämpft und im Keim erstickt werden. Es muss selbstverständlich sein, dass in unserem Land das jüdische Leben in unseren Städten und Gemeinden zu unserer Gesellschaft gehört. Wir sollten alle jeden Tag mit diesem Verständnis von heute daran arbeiten, dass sich die schrecklichen Vorkommnisse von vor 80 Jahren nie wiederholen werden. Das ist und muss die Botschaft und die Essenz unseres heutigen Gedenkens sein. Thorsten Raschen, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, Vorsitzender der CDU-Stadtverordnetenfraktion.
Sehr geehrte Anwesende, vielen Dank zunächst für die Einladung und auch für die Gelegenheit, hier ein paar Worte an Sie richten zu können. Wir treffen uns heute unter besonderen Vorzeichen, um dieses Gedenken, dieses alljährliche Gedenken zu begehen. Und wir gedenken heute all der Menschen, die am 9. November Opfer antisemitischer Mordanschläge wurden. Wir gedenken aber auch all der Menschen, die in der Folge Opfer wurden von staatlicher Verfolgung, an all die Jüdinnen und Juden, die durch Verschleppung, Deportation und anschließend Ermordung ihr Leben lassen mussten. Dieses Gedenken sollte für uns auch Anstoß sein, all derjenigen, die es gab, auch wenn sie nie in der Mehrzahl waren, unseren Dank und unsere Gedanken an sie zu richten, die Widerstand geleistet haben. Und ich glaube, wir sollten dabei auch immer erwähnen, es gab zahlreichen, auch jüdischen Widerstand. Dieses Gedenken an die Vergangenheit ist geprägt von einem Wissen der Verantwortung der Deutschen, die diese einzigartige Menschheitsverbrechen in der Breite und als Volksgemeinschaft erst ermöglicht haben. Sei es durch aktive Mittäterinnenschaft, sei es durch stille Duldung, sei es bloß durch das Wegsehen. Und insbesondere aus dem Wissen um die kollektive Schuld und die daraus entstandene Verantwortung müssen wir auch heute antisemitischen Gräueltaten in aller Entschlossenheit die Stirn bieten. Und dabei dürfen wir uns nicht nur auf die besonders aufsehenserregenden und außergewöhnlichen Gewaltexzesse betrachten, wie von Halle, sondern wir müssen auch über den Antisemitismus im Alltag, in unserer Sprache, auf der Straße und auch auf den Schulhöfen reden. Ich bin der Menora-Gemeinde dankbar, dass sie dieses Gedenken heute unter diesen Bedingungen organisiert hat. Ich betrachte es aber als unsere gemeinsame politische Aufgabe, jüdisches Leben im Land Bremen, in der Stadtgemeinde Bremerhaven sichtbar zu machen, Gedenken aufrechtzuerhalten und aus gemeinsam getragener gesellschaftlicher Verantwortung dem Antisemitismus in alten und neuen Formen entgegenzutreten. Dafür möchte ich Ihnen auch im Namen der Linke unsere Unterstützung fest zusagen. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der 9. November ist ein Schicksalstag der deutschen Geschichte. Er ist unmittelbar verbunden mit unbeschreiblichem Leid und grausamsten Misshandlungen, die Jüdinnen und Juden in Bremerhaven, in Deutschland und in ganz Europa erfahren mussten. Das Novemberpogrom in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, heute vor 82 Jahren, ist ein grauenhafter, unauslöschlicher Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Das, was Nazis verbrochen haben, darf nie in Vergessenheit geraten. Auch hier, mitten unter uns, spielten sich furchtbare Szenen ab. Offenkundig von langer brauner Hand geplant. SA- und SS-Kommandos begannen die Jagd auf Menschen jüdischen Glaubens. Zusammen zerstörten und plünderten sie Geschäfte wie das Kaufhaus Schocken und sie setzten auch hier an dieser Stelle die Synagoge in Brand. Sie zerschnitten Waren, sie verwüsteten wahllos Geschäfte. Das Ziel war es, die Juden aus der Wirtschaft und aus der Gesellschaft zu verdrängen und sie ihres Vermögens zu berauben. Meine Damen und Herren, das haben wir alle vor 82 Jahren erfahren müssen. Das nahm alles seinen Anfang vor 82 Jahren. Aber wir brauchen leider, sehr leider, nicht so weit zurückzugehen in unserer Geschichte, um uns an Bedrängung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden in unserer Mitte zu erinnern. Der Anschlag von Halle am 9. Oktober vergangenen Jahres war der Versuch eines Massenmordes an Jüdinnen und Juden, an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Auch im Alltag müssen viele Jüdinnen und Juden Schmähungen und Anfeindungen ertragen. Und manche verzichten sogar aus Angst vor Gewalt auf das Tragen der Kippa in der Öffentlichkeit. Dies alles, meine Damen und Herren, ist eine große Schande, für die ich mich auch persönlich schäme. Wir müssen endlich unmissverständlich und klar dafür eintreten, dass antisemitische, rassistische und menschenfeindliche Ideologien
und Gedankenmuster keinen Platz haben in unserer Gesellschaft. Rassismus und Faschismus sind keine Facette der Meinungsfreiheit, sie sind ein Verbrechen. Das Schweigen der Mehrheit darf kein Resonanzboden mehr sein für alte und neue Nazis. Wir dürfen nicht schweigen, wenn Faschisten die Stimme erheben. Wir müssen laut und stark widersprechen. Wenn sie den Anschein zu erwecken versuchen, dass sie für unser Volk sprechen. Populismus, Hass und Hetze fordern unseren leidenschaftlichen Widerstand heraus. Meine Damen und Herren, Bremerhaven ist eine weltoffene Stadt. Wir sagen das immer wieder. Aber auch bei uns, das haben wir in den letzten Wochen wieder erlebt, regen sich zarte Pflänzchen, die aus der braunen Saat aufgekommen sind. Es ist nicht nur die unbedingte Aufgabe der Regierung, der Gerichte und der Polizei, diesem Aufkommen Einhalt zu gebieten. Wir alle sind herausgefordert. Das ist eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft, für jeden Einzelnen von uns. Ihr sollten wir uns alle stellen. Und es ist mir auch persönlich ein wichtiges Anliegen. Dass keine Jüdin und kein Jude hier Angst haben soll. Immer dann, wenn wir im Kollegenkreis, im Gespräch mit Nachbarn, in der Familie, unter Freunden und in unserem Alltag Fremdenfeindlichkeit und Rassismus begegnen, müssen wir in aller Deutlichkeit widersprechen und unmissverständlich Beistand leisten. Das, meine Damen und Herren, sind wir den Opfern schuldig. Und das ist unsere Pflicht als Menschen gegenüber unseren Brüdern und Schwestern. Vielen Dank. Es ist ein Tag der Erinnerung an schreckliche Ereignisse, wie sie in Deutschland und auch hier in Bremerhaven passiert sind. Mit der Reichspogromnacht 1938 begann der Holocaust und es wurden Millionen von Jüdinnen und Juden verfolgt und ermordet, ja sogar vernichtet. In aller Vielfalt und quer durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Deswegen ist es wichtig, diesen Tag nicht zu vergessen und an diesen Tag zu erinnern. Aber ich möchte auch positiv in die Zukunft blicken. Denn heute haben wir wieder in Bremerhaven vielfältiges jüdisches Leben und dafür danke ich Ihnen ausdrücklich, dass Sie sich in aller Vielfalt in die Gesellschaft einbringen. Sie von der Menorah-Gemeinde, liberal, progressiv, aber auch die von der bereits bestehenden Gemeinde, eher konservativ und orthodox. Jüdinnen und Juden kann man nicht über einen Kamm scheren, genau wie alle anderen Menschen auch. Sie sind vielfältig, jeder für sich hat seine Art des Umgangs mit der Kultur und mit seiner Religion. Und deswegen hoffe ich, dass wir in Zukunft gemeinsam hier an dem Mahnmal für die Synagoge, die am 9. November 1938 hier abgebrannt wurde, erinnern in Vielfalt und in Gemeinschaft. Bringen Sie sich weiter ein in die Stadtgemeinde. Sie sind eine Bereicherung für Bremerhaven. Liegt gebunden mit Astrid, euch in Himmel fliegt ein Feigel, flieht und dreht sich hin und zieht. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Rock. Ein Tag, ein ganzer und ein halber Nacht. Donai, 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 Donai,
Donai, donai, donai, dai. Schreit das Kälbel, sagt der Peuer, wes geheißt dich sein Akal? Wollt gekennt doch sein Afeuge, wollt gekennt doch sein Akaschwall. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht er auch a ganzen und a halbe Nacht. Donai, 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 donai. Bittne Kälberlech tut men binden und men schleppt sei und men schächt. Wes hat Fliegel, fliegt a Räuf zu, is bei keinem nicht kein Knecht. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht er a Tag, a ganzen und a halbe Nacht. Donai, 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 donai. Liebe Freunde, liebe Bremerhavener, wir versuchen an diesem Gedenktag, den 9. November 1938, zu verstehen, warum ist das passiert. Die Worte wie nie wieder oder ähnliche haben nur dann einen Sinn, wenn wir eine Lehre, eine praktische Lehre davon ziehen können. Weil schließlich ist es nicht nur damals passiert. Damals, das bedeutet früher, in der Vergangenheit. Dinge geschehen sind, die heute nicht mehr geschehen. Es ist alles vorbei. Aber wenn wir Juden über den Holocaust sprechen, sagen wir nie damals. Wir sagen dort und hier. Dort und hier bedeutet, dass in dieser dort und hier in Menschsein überhaupt die Dinge immer noch existieren oder passieren. Und auf alle Fälle ist es nicht vorbei. Ganz bestimmt nicht für uns. Genau dort und hier, hier, wo wir sind, wurden die Juden diskriminiert, beleidigt, erniedrigt, geraubt, geschlagen, eingesperrt. Die ganzen Mahnmale dürfen nicht dazu führen, dass man sich zurücklehnt und sagt, das war mit dem Antisemitismus, wir haben ihm ein Mahnmal gesetzt und darunter ist der Antisemitismus begraben. Der 9. November 1938 ist der Übergang von der Diskriminierung bis hin zur Verfolgung und Vernichtung jüdischer Menschen. Ohne antisemitische Einstellung wird nie
eine antisemitische Tat. In ein paar Worte kann man so zusammenfassen. Unsagbar wird zu sagbar und das Sagbare wird machbar. Antisemitismus ist keine Meinung. Es ist eine Perversion, die immer noch tötet. Wenn wir nicht verstehen, wie damals, dort und hier, dieser Unrecht möglich war, werden wir jetzt und in der Zukunft etwas Ähnliches nicht verhindern können. Es geht nicht darum, Schuld oder Schuldige zu finden. Die Zeugen, Opfer und Täter sind so gut wie nicht mehr unter uns. Wir leben historische Zeiten mit dem Übergang von der narrativen Erinnerung zu einer kulturellen Erinnerung. Unsere Kinder werden in der Zukunft nur in Büchern, wenn die richtig geschrieben sind, etwas über den 9. November 1938 erfahren können. Wenn ich zurückblicke, am Ende der 1980er Jahre sehe ich, wie die jüdische Gemeinschaft hier in Bremerhaven mit offenen Armen und Herzen akzeptiert und aufgenommen worden war. Zusammen mit dem Kulturamt und Kulturdezernat wurde zum Beispiel nach Räumlichkeiten für die jüdische Gemeinschaft gesucht und gefunden. Zur Gedenkveranstaltung zum 9. November wurde zusammen eingeladen. Es wurde gemeinsam um die Etablierung und Verstetigung von Erinnerungskultur gearbeitet und gleichzeitig wurde versucht, jüdisches Leben in Bremerhaven wieder zu ermöglichen. Es gab Kooperationen und mit Vorträgen über das Judentum, Buchvorstellungen, Lesungen, Konzerte. Es gab damals noch das sogenannte Besuchsprogramm. Diejenigen Bremerhavener Juden oder deren nächsten Verwandte, denen die Flucht aus Nazi-Deutschland gelungen war, wurden in ihre Heimat Bremerhaven eingeladen. Mit Besuch der Synagoge, Empfang durch den Oberbürgermeister, Besuch der jüdischen Friedhofs und es gab gemeinsame Sommerfeste. Nun, es war einmal. Aber wir sind immer noch optimistisch, dass es eine Kooperation wieder möglich ist. Nur in einer demokratischen Gesellschaft, eine säkulare Gesellschaft, normaler, liberaler, jüdisches Leben gedeihen und existieren. Weil hier soll die Religionsfreiheit herrschen. Es gibt Menschen auch heutzutage, die mehr beschäftigt sind mit der Bemühung, eigenen Ruf nach nicht in der Nähe von Antisemitismus zu wissen, als gegen Antisemitismus etwas zu unternehmen. Und weil so ist, brauchen wir sie. Wir brauchen Menschen, die an unserer Seite sind. Wir brauchen Bündnisse gegen Antisemitismus. Wir brauchen Bündnisse gegen Diskriminierung. Wir brauchen Bündnisse für demokratische Bildung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Don't